Hallo und herzlich willkommen hier um LS19 auf dem nordfriesischen Marsch zu einer weiteren Folge Auto 3 Tutorial Reloaded. Ja, was machen wir heute? Strecke aufzeichnen. Beziehungsweise wollen wir uns das angucken, wie wir Strecke aufzeichnen können, was wir alles dazu brauchen, wo wir uns eventuell was einstellen müssen. Denn in den letzten Folgen hatten wir uns ja grob erstmal so Auto 3 angeguckt. Wir hatten uns die Einstellungsmöglichkeiten angeguckt. Ja, und das Wichtigste ist natürlich, wir müssen natürlich auch eine Strecke aufzeichnen, weil ohne Strecke fährt der Auto-3-Fahrer einfach nicht dorthin. Also, wenn wir kein Ziel haben, können wir auch nicht hinfahren. Ja, was brauchen wir alles dazu? Wir brauchen natürlich ein Fahrzeug, mit dem wir Strecke aufzeichnen können. Das geht mit jedem Fahrzeug. Also, können wir einen Drescher nehmen, können wir einen Trecker nehmen, könnten PKW nehmen, wie auch immer. Das ist reine Geschmackssache, sage ich mal. Ich habe Anfangszeiten immer viel mit einem PKW aufgezeichnet, weil ich da einfach den Anzeiger besser gesehen habe, sag ich mal. Diejenigen, die länger Auto 3 benutzen, die werden das wissen, musste ich ja mit meinem Anzeiger meine Strecken verbinden. Das ist nicht mehr alles so. Das geht jetzt alles mit der Maus. Ich fahre jetzt auch sehr viel eigentlich mit einer Trecker-Strecke ein. Ja, und das wollen wir heute hier machen. Wollen wir neue Wegpunkte erstellen. Wir gucken uns an, was wir für Strecken aufzeichnen können. Denn wir können ja mehrere Varianten an Strecken aufzeichnen. Das ist ja einmal eine Strecke, die wir vorwärts befahren, eine Strecke, die wir rückwärts befahren und eine Strecke, die wir in beide Richtungen befahren können. Das sind drei verschiedene Varianten, die wir aufzeichnen können. Ja, ob wir das alles jetzt hier in ein Video reinkriegen oder ob es zwei Folgen wären, das muss ich erstmal sehen, wie lange das Video geht. Das weiß ich auch noch nicht. Grob schwebt mir vor, was wir uns alles angucken müssen. Ich hoffe, dass ich nichts vergesse. Das geht auch ruckzuck, ne? Da fertig und gut war's, ne? Aber ja, schauen wir mal. Wo fangen wir am besten an? Als erstes gucken wir mal, wir brauchen natürlich einen Editor-Modus. Den hatten wir uns ja angeguckt beim letzten Mal, dass ich den hier unten mit der linken Maustaste anschalten kann. Wir sehen, hier gibt es schon eine Strecke. Silo ist noch nicht angebunden, das sehen wir schon. Und es haben sich natürlich hier oben fünf neue Symbole aufgetan, wenn wir den Editor-Modus anschalten. Wenn wir nochmal umschalten, sehen wir das. Wir haben vorne einmal unseren Aufnahme-Button. Wir haben einen Speicherbutton, wo wir Routen uns speichern können. Wir haben unseren Button, wo wir unseren aktuellen Zielpunkt benennen können. Aktueller Zielpunkt ist der, ich hoffe mal, man sieht das hier. Ich habe ja diesen roten Anzeiger bei meinem Fahrzeug, in dem ich sitze. Wir könnten aufgrund des Anzeigers, könnten wir jetzt diesen roten Zielpunkt hier unten mit dem Button benennen. Dann habe ich noch meinen Löschbutton. Dann würde ich genau dort, wo der rote Anzeiger hinzeigt, jetzt wollte ich vorwärts fahren, ging nicht, ne? Motor ist aus. Wo der rote Anzeiger hinzeigt, wenn ich hier drauf drücke, würde ich genau diesen Button löschen. Und dann haben wir hinten nochmal einen Button, um Zielpunkt umzubenennen. Und zwar ist das der Zielpunkt, den ich umbenennen würde, der hier oben in meinen Auto-Drive Ziel eingestellt ist. Den würde ich jetzt hier umbenennen. Wenn ich hier drauf drücke, komme ich dorthin. Das ist jetzt der Punkt vom Hof, der sich ja vorne befindet. Obwohl wir nicht dort sind, könnten wir hier, hätten wir hier die Möglichkeit, genauso diesen Zielpunkt umzubenennen. Wollen wir nicht machen, bleibt so. Das ist einmal das, was wir aktuell brauchen zum Strecke aufzeichnen. Dann brauchen wir auch noch sehr viel die Maus, dass wir Punkte verbinden können. Wie gesagt, das ist ja bei älteren Auto-3-Versionen war das ja nicht so. Habe ich das ja alles über Button hier oben machen müssen, dass ich einzelne Streckenpunkte auswähle und verbinde. Das geht jetzt alles mit der Maus, mit dem Ingame-Editor, sage ich mal. Das ist schon deutlich besser geworden, mein Strecke aufzeichnen. Ja, und was muss ich mir noch einstellen? Im Einstellungsmenü muss ich auch gucken. Da habe ich vorne auf den ersten Reiter bei den Einstellungen Auto-3 habe ich hier zwei Punkte. Automatisch verbinden am Start. Und automatisch verbinden am Ende. Standardmäßig steht automatisch verbinden am Start auf Ja. Automatisch verbinden am Ende steht auf Nein. Ich lasse es zu größten Teilen auch so. Bei manchen Situationen, wenn ich es am Start nicht verbinden will, dann schalte ich hier auch schon mal auf Nein. Also was heißt das Ganze? Wenn wir jetzt hier in unserem Fahrzeug sitzen, würde er sofort, wenn wir jetzt hier unseren Anzeiger, dort wo unser Anzeiger steht, wenn er jetzt sozusagen so rumsteht, dass wir hier weiter hinten fahren und würden wir jetzt eine Aufzeichnung beginnen, dann würde er von diesem Punkt zu unserem Punkt, wo wir stehen, eine automatische Verbindung herstellen.
kann hilfreich sein, kann manchmal auch in dem Sinne nicht funktionieren, weil wir kommen ja von hier gefahren, müssten zurück und nach dort fahren, wenn wir vorwärts fahren. Das sind so Sachen, da muss aber jeder für sich selber entscheiden, wie er das gern hätte. Also wie gesagt, in manchen Situationen finde ich es nicht schlecht, wenn es automatisch verbunden wird. In manchen Situationen ist es nicht so günstig. Aber ich sag mal, diejenigen, die dann etwas mehr aufzeichnen, da kriegt man Routine drin. Da merkt jeder, ob das gut ist oder schlecht ist. Und der stellt sich es halt um. Ne? Ganz einfach. Eine Möglichkeit, die ich auch natürlich noch habe, sind mir verschiedene Punkte zum Strecke aufzeichnen natürlich auf der Tastatur zu hinterlegen. Wenn wir hier gucken bei Autodrive, es ist ja nicht alles, was ich über Tastaturbefehle eingeben kann, ist hinterlegt in Autodrive oder in der Standard-Tastaturbelegung. Es gibt so verschiedene Punkte, zum Beispiel Aufzeichnung. Das wäre ja das, wenn wir eine Strecke aufzeichnen wollen, das könnte ich mir hinterlegen. Ob das jemand macht oder nicht, das muss wirklich auch jeder für sich selber entscheiden. Ich nutze die Tastaturbefehle nicht, weil ich mache es dann doch meistens mit der Maus. Und ja, wie gesagt, das ist jedem seine eigene Sache, wie der am besten zurechtkommt. Möglichkeiten habe ich da genug, das muss auch jeder für sich selber rausfinden. Ich kann da nicht sagen, das ist besser, das ist schlechter, das ist auch situationsabhängig, was ich machen will. Will ich natürlich eine Strecke aufzeichnen, zum Beispiel Bunkersilo, würde ich automatisch am Start verbinden, nicht für sinnvoll ansehen, weil dann muss ich ja oftmals, versuche ich an gleichen Punkten Strecken aufzuzeichnen, die relativ gerade sind und die nach in eine Richtung führen. Das wird ein bisschen Chaos geben, wenn es mal automatisch verbindet, aber wie gesagt, das merkt man dann schon. Ja, was wollen wir jetzt machen? Wir wollen uns heute hier mal angucken, was ich für Möglichkeit habe, von Strecken aufzuzeichnen. Hier drüben ist schon ein bisschen der Versuch aufgebaut, den wir uns auch noch angucken wollen. Und zwar wollen wir einmal hier unser Hofsilo anbinden und gucken oder beziehungsweise ein paar Sachen uns angucken, dass wir die Zielpunkte richtig setzen, weil das ist öfters manchmal immer so ein bisschen ein Punkt, wo der ein oder andere schreibt, ach, mein Fahrer lädt nicht den zweiten Hänger aus oder belädt den zweiten Hänger nicht. Das gucken wir uns alles an. So, wir fahren mal einfach hier, natürlich Motor starten, sonst wird es nichts. Ich habe hier schon mal eine Strecke über den Hof eingezeichnet oder aufgenommen. Und zwar, ja, man sollte sich auch überlegen, ich sage mal, bei mir ist immer so ein bisschen Einbahnstraßenprinzip auf dem Hof. Ne? Mehr oder weniger vielleicht mehrere Einfahrten, aber oftmals zu einer Ausfahrt hin, halte ich für persönlich besser, weil es dann zu weniger Fehlern kommt. Fehlern in dem Sinne, dass sich zwei Autodrive-Fahrer blockieren können gegenseitig. Kann immer noch passieren. Wenn ich natürlich zu viel Gegenverkehr, zu viel Kreuzungspunkte habe, dann habe ich natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, wo die Fahrer sich gegenseitig im Weg stehen können. Wenn mehrere Fahrer unterwegs sind, ne, davon gehen wir ja mal aus, dass wir das relativ ordentlich nutzen, sozusagen, dass mehrere Fahrer unterwegs sind. Und da kann es dann schon vorkommen, dass der eine der andere mal im Weg steht, ne, wenn wir zu viel Kreuzungspunkte haben. So, was machen wir? Wir wollen hier natürlich unser Silo anbinden. Wir stellen mal unser Trecker hier einfach so in Position, weil wir haben, oder ich habe jetzt hier eingestellt, dass wir automatisch am Start verbinden. Um eine Streckenaufzeichnung zu beginnen, müsste ich mit der linken Maustaste jetzt hier auf den Aufnahmepatten drücken. Dann zeichnen wir eine Strecke aus, die vorwärts befahren werden kann. Drücke ich mit der rechten Maustaste auf den Aufnahmebutton, zeichne ich eine blaue Strecke auf, die in beide Richtungen befahren werden kann. Also wir wollen ja eine aufnehmen, die wir noch vorwärts befahren. Deshalb drücken wir ja links. Wie wir jetzt hier unten sehen, hat er sofort von dem Zielpunkt, wo wir mit dem roten Anzeiger drauf gestanden haben, den hat er sofort genommen und zum ersten Punkt, der sich jetzt natürlich unter dem Trecker befindet, den er erstellt hat, den man dort sieht, die Verbindung hat er natürlich hergestellt. Das ist die Einstellung am Start verbinden. Am Ende verbinden, das würde ich wirklich nicht empfehlen. Also ich weiß nicht, in welcher Situation dass man das bräuchte, weil er verbindet dann, glaube ich, zum naheliegendsten immer. Also am Start verbinden kann sinnvoll sein, ist eine reine Gewohnheitssache. So, dann fahren wir mal hier los und zeichnen Strecke auf. Wir brauchen natürlich hier für unser Silo, was hier steht, einmal einen Endladepunkt rechts und wir brauchen einen Beladepunkt links. Wenn es ein Silo ist, wo das Entladen und Beladen an einer Stelle stattfindet, bräuchte man bloß einen Punkt. Aber wir brauchen hier zwei. So, wie gesagt,
Halt, Kamera will ich drehen. Dann fahren wir mal hier los. Wir fahren gleich mal nach hier hinten, dass wir uns hier hinten noch einen B-Ladepunkt machen können. Und tun ganz einfach, ganz normal fahren, so dass wir mit dem Hänger unterm Silo stehen würden. Das ist schon wieder mal hier nicht unbedingt so gerade angefahren, aber das ist nicht so schlimm. Jetzt sind wir natürlich schon mit dem Trecker unterm Silo drunter. Wo müssen wir unseren B-Ladepunkt setzen? Wird man jetzt hier an der Stelle, wo wir sind, der rote Anzeiger zeigt ja hier unten auf diesen Punkt, wenn wir jetzt dort unseren Punkt setzen, könnte es sein, dass wenn ich mit zwei Hängern abfahren wollte, der zweite Hänger nicht beladen wird. Also ich sollte meinen Punkt schon deutlich hinter der B-Ladestelle setzen, so dass ich auch eine Chance habe, wenn ich mit zwei Hängern fahre, dass auch der zweite Hänger beladen wird. Das sollte hier schon auf die Entfernung fast so reichen. Dann hätte ich jetzt die Möglichkeit, wenn ich auf meinen Zielpunkt erstellen, also hier drüben auf den Punkt klicke, würde er jetzt hier einen Zielpunkt erstellen. Was ich natürlich jetzt machen könnte, wenn mir die Stelle hier nicht gefällt, fahre ich noch ein Stück vor. Ja, jetzt habe ich natürlich jetzt hier, wenn ich sage, ich würde es gerne genau an der Stelle haben wollen, entweder müsste ich mir den Zielpunkt hinterher verschieben oder ich mache ganz einfach eins, wenn ich am Start verbinde, mache ich meine Aufnahme aus, mache meine Aufnahme wieder an und dann stehe ich genau exakt an der Stelle mit dem Punkt und erstelle mir hier einfach einen Zielpunkt. Den muss ich natürlich entsprechend benennen. Das ist jetzt hier unser Hof. Das ist Silo. Und hier können wir uns beladen. Jetzt hätten wir den Punkt erstellt zum Beladen vom Silo. Er ist deutlich hinter dem Silo aus dem einfachen Grund, wie gesagt, dass ich mich auch mit zwei Hängern beladen könnte. Er darf natürlich nicht zu weit weg sein vom Silo, weil unser Autotreibfahrer guckt nachher von diesem Zielpunkt aus in einen Umkreis von maximaler Siloabstand, das ist Einstellung Autodrive, von 25 Metern. Dann würde er, wenn wir in dem Bereich liegen, würde er sozusagen diesen Endladepunkt hier erkennen. Sind wir mit 25 Metern zu weit weg, erkennt er den Punkt nicht, würde er sich nicht beladen. Der Autodrive-Fahrer hält trotzdem hier vorne an, belädt den ersten Hänger, würde weiter vorfahren und würde auch einen zweiten Hänger beladen. Wenn er nur einen Hänger hat, belädt er natürlich nur den ersten. Aber dann müssen wir uns mit der Punktevergabe, also Zielvergabe und Trigger, das muss in den 25 Metern liegen. Wir sind immer noch, wie wir sehen, ist immer noch rot. Ne? Wir sind immer noch in der Aufnahme. Wenn wir jetzt unser Fahrzeug bewegt hätten, hätten wir munter hier irgendwelche Kreise aufgezeichnet. Dann fahren wir mal hier vorne raus und binden hier drüben einfach an. So, wenn wir jetzt die Aufnahme beenden, hätten wir jetzt am Ende automatisch verbinden eingeschaltet, würde er jetzt hier irgendwo eine Verbindung setzen. Die wäre auch zum Teil nicht unbedingt sinnvoll, weil er hätte jetzt zu 100% von dem Punkt zu dem Punkt verbunden. Das wollen wir ja nicht, wir wollen ja von hier aus nach dort weiterfahren. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen ganz einfach im normalen Editor-Modus, wo wir uns befinden, mit der linken Maustaste auf diesen letzten Punkt draufklicken. Der wird grün. Und wenn er seine Farbe ändert, können wir den mit dem nächsten Punkt, den wir anklicken, verbinden. Und wir wollen ja hier vorne hin und den verbinden. Dann sehen wir, die Verbindung ist geschaffen. Das passt soweit. Was in der Autodrive-Version 1.1.06 dazugekommen ist, dass ich immer sehe, wo ich mich befinde mit meiner Maus. Ich habe, es wird jetzt nicht mehr immer bloß der Punkt blau markiert, mit wo ich mit der Maus drauf bin, sondern ich kriege auch dahinter den Punkt markiert, einmal mit pink und einmal mit gelb. Und somit sehe ich, ich fahre immer von pink über blau nach gelb. Dann sehe ich immer genau die Fahrtrichtung, wo ich bin. Hier ist es relativ einfach, wenn ich nur ein bisschen Strecke habe, aber es gibt Strecken oder es gibt Situationen, wo sehr viel Strecken an einer Stelle sind. Zum Beispiel, wenn ich sag mal rückwärts in eine Halle reinfahre und da kann ich schon relativ viele Streckenpunkte haben und da noch durchzublicken, ist das schon nicht schlecht, dass ich die Markierung kriege. Ist nur eine optische Anzeige, aber schon sehr nützlich. So, wie gesagt, B-Ladepunkt hätten wir. Wir brauchen natürlich noch einen Ausladepunkt, da fahren wir mal wieder zurück. Den müssen wir uns natürlich genauso von der Hauptstrecke her kommt, abzweigen. Wir bleiben gleich hier so auf den Abzweig und würden dann hier so rüberfahren. Jetzt ist natürlich die Situation,
wo das Verbinden am Anfang, wenn ich jetzt hier einen Aufnahme-Button drücke, ja, dann nimmt er natürlich den, wo er steht. Das hier würde jetzt nicht unbedingt viel Sinn machen. Ja, wie gesagt, da, das muss jeder für sich selber dann immer wissen, ob er das so will oder nicht. Wenn wir das nicht an, hätten am Start verbinden, würde es jetzt so aussehen, dann müssten wir hier ebenfalls die Verbindung schaffen. Die mache ich nochmal raus, weil so hat es ja jetzt ausgesehen. Wie kann ich das löschen? Natürlich in Fahrtrichtung klicke ich erst meinen ersten Punkt an. Wir sehen jetzt auch wunderschön, der hintere Punkt ist pink. Von dort kommen wir nach gelb. Wir würden hier in zwei Richtungen fahren können. Also da sieht man auch, ob das immer im Kreuzungsbereich, wenn ich sowas mache, ordentlich verbunden ist oder welche Richtung ich fahre. Jetzt ist dieser Punkt grün, ne? Und je nachdem, welchen Punkt ich jetzt von den dreien natürlich hier anklicke, und dort wird die Verbindung aufgelöst oder neu gezeichnet, wenn ich es gegen die Fahrtrichtung mache. Die wollen wir natürlich auflösen, weil so ums Eck gefahren würde vielleicht funktionieren, aber macht nicht viel Sinn. Denn wir wollen von hier vorne, von dem Punkt aus, jetzt ist er grün, nach dort fahren und hätten wir das sofort verbunden. Ich befinde mich jetzt hier immer noch im Aufnahmemodus, muss ich nicht rausgehen, kann ich eben sofort während der Aufnahme, wenn ich ein Stück vorfahre, wenn der zweite Punkt vorne gezeichnet ist, kann ich das sofort alles machen. Dass der zweite Punkt gezeichnet ist, erkenne ich auch daran, ich sehe den nicht durch den Trecker durch, ich erkenne es daran, dass hier unten schon ein Stück grüne Strecke eingezeichnet wurde. So, dann fahren wir mal hier einfach weiter, so dass wir hier Richtung Silo kommen. Hier genau natürlich dasselbe Prinzip, schön mittig drüber, dass wir rechts, links abkippen könnten oder hinten, weil das erkennt ja Autodrive jetzt, welche Abladeseile er wählen müsste. Und hier ist es genau dasselbe, wenn wir hier mit zwei Hängern anliefern, sollten wir auch ein Stück weiter nach vorn fahren, so dass der Autodrive-Fahrer auch die Chance hätte, den zweiten Hänger auszukippen. Jetzt werden wir hier vorne gleich noch einen Punkt kriegen, ne? Den können wir so belassen, der ist weit genug vorn, das müsste mit zwei Hängern funktionieren. Der Autodrive-Fahrer sollte immer zuerst den Trigger erreichen und dann seinen Zielpunkt, weil dann entstehen die wenigsten Fehler. Ist ganz einfach so. Es könnte auch sein, dass es funktioniert, wenn er erst einen Punkt erreicht, aber so rum ist es eigentlich sicherer, dass das Ganze auch funktioniert. So, jetzt müssen wir an der Stelle natürlich wieder in Punkt setzen, dann wählen wir ganz einfach hier wieder unser neues Ziel aus. In dem Fall würde das Hofsilo ausladen werden. Und dann müssen wir natürlich noch ein Streckennetz anbinden. Dann können wir auch gleich hier so ein bisschen rum und binden gleich hier so in der Fahrtrichtung mit an. Die Aufnahme machen wir hier aus. Wie gesagt, am Ende wird ja nicht verbunden. Und dann müssen wir halt noch die Verbindung herstellen, den anklicken und dann suchen wir uns hier am besten Winkel raus. So dass es ordentlich, ich sage mal, nicht zu viel Zickzack wird, dass er ordentlich fahren kann. Ja, und jetzt hätten wir schon hier unser Hofsilo komplett angebunden. Und das sozusagen ja, mit Strecke, die wir vorwärts befahren können. Ja, was gibt es noch für Varianten? Wir können natürlich auch Strecken aufzeichnen, dass wir irgendwo rückwärts hinfahren. Deshalb steht schon, einige werden es vielleicht schon gesehen haben, hier drüben ein Komposter. Das ist ja so klassisch, der Komposter, der rückwärts abgeliefert, wo rückwärts angeliefert werden muss. Ja, wie zeichnen wir eine Rückwärtsstrecke auf? Rückwärtsstrecke zeichnen wir in dem Fall auf, indem wir einfach rückwärts fahren. Einfachste Sache der Welt. Rückwärtsgang rein und dann wird aufgezeichnet. Ich muss mich natürlich in Aufnahmemodus befinden, das ist auch richtig. So, gucken wir mal, wir müssten sozusagen jetzt gedanklich gesehen, wenn wir hier mal so von oben drauf gucken, ich hoffe meine Maus sieht man, wir müssten nach hier vorwärts fahren und dann rückwärts fahren, dass wir so mit dem Hänger so relativ gerade hier reinstoßen können, weil hier ist ja der Abgabetrigger vom Komposter, ne? Und dort sollten wir eigentlich hinfahren. Wir stellen uns jetzt hier so, ich positioniere mich dann immer so ein bisschen, dass ich schon ja den ersten Winkel eigentlich so mehr oder weniger erwische. Ich fahre das Ganze auch ohne Hänger ein, gedanklich natürlich immer, dass ich einen Hänger hinten dran habe. Das ist aber, ich sage mal, das sind alles so Sachen, die kann ich nur ausprobieren und ja, im schlimmsten Fall wieder löschen, wenn es nicht gelungen ist. Also
Ganz normal linke Maustaste Aufnahmebutton für Vorwärtsfahren. Wir ziehen jetzt hier gleich so rum. Gedanklich gesehen haben wir natürlich jetzt einen Hänger hinten dran, deshalb müssen wir ja auch ein bisschen gerade ziehen. Wir stören zwar so die Büsche ein bisschen. Das ist nicht ganz so schlimm, weil wir ja eigentlich auch ein bisschen lenken können und das können wir schon steuern. Wir müssen jetzt nicht hundertprozentig gerade davor stehen. So, entweder wenn wir jetzt rückwärts fahren, wird man natürlich jetzt hier den Punkt nehmen, wo wir uns hier befinden. Ne? Ab hier würde er dann rückwärts aufzeichnen. Da ich das aber gerne hier vorne hätte, wo ich mich jetzt befinde, so in der Richtung, dann mache ich das gerne eben immer, dass ich dann Aufnahme ausschalte, Aufnahme anschalte, kriege ich immer einen Punkt genau gesetzt hier, wo ich mich befinde. Deshalb habe ich eben verbunden am Start verbinden, weil sonst hätte ich das Stück Wegstrecke nicht verbunden. Und kann jetzt hier rückwärts fahren. Muss ich kurz mal gucken, dass wir auch hier einen Komposter treffen. Wir haben ja theoretisch jetzt hier hinten noch einen Hänger dran. Was man jetzt hier so bei den Lichtverhältnissen nicht so gut sieht, wenn wir ein Stück rangehen, müsste man es eigentlich sehen, die Rückwärtsstrecke wird hellblau aufgezeichnet. Und dann fahren wir natürlich hier so auf dem Komposter ein bisschen hoch. Das reicht schon vollkommen zu. Ne? Weiß ich, ob wir noch einen Punkt gesetzt kriegen, doch ersetzt noch einen. Den könnten wir jetzt als Zielpunkt nehmen. Manchmal ist es auch sinnvoll, wieder ein Stück nach vorn zu fahren und dann erst einen Zielpunkt zu setzen. Das sind auch so Sachen, die müsste man dann fast immer ausprobieren. Ich hätte ja hinterher immer noch die Möglichkeit, mit dem Editor mir den Punkt auch zu verschieben. Also wir belassen es mal bei dem Punkt, wo wir jetzt hier genau stehen. Na, hier unten sieht man. Und den ganzen nennen wir mal Komposter ausladen. So, und jetzt müssen wir natürlich hier wieder wegkommen, das ist klar. Und jetzt muss ich mir im Klaren sein, was jetzt nicht funktionieren würde, wenn ich jetzt einfach mit dem Trecker hier vorfahre und hier vorne an der Strecke anbinde, an den Punkt. Das funktioniert nicht, weil mein Trecker hat ja einen Hänger hinten dran. Mein Hänger steht hier, mein Trecker steht hier irgendwo. Also ich sollte dann schon, wenn ich rückwärts was ablade, nach vorne auch noch genug Platz haben, dass ich wieder irgendwo sinnvoll wegfahren kann. Was hier passieren könnte, weil wir ja auch von links hier kommen, dass er nochmal den Rückwärtskurs erwischt, wenn er ausgeladen hat, nochmal zurückstößt und dann erst vorwärts wieder wegfährt. Das kann schon passieren, also das ist durchaus möglich. Wir fahren jetzt ja einfach mal hier rum und binden mal hier ganz unkontrolliert an. Ist jetzt nicht die optimalste Streckenwahl, muss ich jetzt ehrlich sagen, aber ja, sollte funktionieren. Dass wir einfach mal hier eine Anbindung haben. So, was wir noch machen könnten, wenn uns der Punkt natürlich jetzt nicht so 100% gefällt, ist, dass wir natürlich auch noch den Zielpunkt mit der Maus verschieben können. Weil wir haben ja jetzt nur Punkte hier aufgezeichnet und verbunden, was wir mit dem Fahrzeug gemacht haben. Wir könnten jetzt hergehen und könnten, wenn wir jetzt unsere Maus haben, könnten mit rechter auf den Punkt drauf, dass er blau wird, und mit rechter gedrückter Maustaste unseren Zielpunkt auch noch weiter hinter verschieben. Jetzt fällt er natürlich hier ein bisschen in den Komposter rein. Warum das so ist, weiß ich nicht. Manchmal bleibt er oben drauf, manchmal fällt er mir drunter. Ja, aber funktionieren würde ja trotzdem noch. Also das könnte ich auch noch machen. Was ich ebenfalls machen kann mit der Maus, ist natürlich entsprechend auch einen Rückwärtskurs einzuzeichnen. Weil wenn ich jetzt hier drüben, zum Beispiel wenn ich jetzt sage, ich müsste hier was ändern, weil ich könnte ja auch mit der Maus meine Strecken zeichnen. Ich muss ja nicht zwingend mit dem Fahrzeug das Ganze abfahren. Ne? Wenn ich jetzt hier mit der Maustaste hier drauf gehe, hätte ich ja, will ja was ändern an der Strecke. Zum Beispiel von dort, die Verbindung löse ich nach hier, löse ich die Verbindung auf, wie man das sieht. Ne? Dann würde ich jetzt die Verbindung wieder setzen, ganz normal mit der linken Maustaste ist es grün. Das funktioniert nicht. Das würde nicht funktionieren. Weil wir brauchen, wenn wir uns auf einer, wenn wir uns auf einem Rückwärtskurs befinden, brauchen wir natürlich auch blau.
Was müssen wir dann machen? Wir müssen die linke Steuerungstaste halten mit der rechten, mit der linken. Nee, Quatsch, nicht die linke Steuerungstaste. Wir müssen mit der Shift-Taste gedrückt halten, mit der linken Maustaste draufdrücken und mit der linken Maustaste den nächsten Punkt markieren. Dann wird das Stück Strecke wird dann hellblau. Also nicht Steuerungstaste, war eben verkehrt, mit der Shift-Taste. Die müssen wir gedrückt halten in dem Moment, weil wenn ich grüne Strecke verbinde, mache ich es nur mit der Maus, linke Maustaste und dann habe ich es aufgelöst. Oder ich zeichne eben die Strecke und wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte, dann zeichne ich blaue Strecke auf, die praktisch rückwärts gefahren wird. Darauf sollte ich achten, weil hätte ich jetzt ein Stück grüne Strecke hier dazwischen, das wird nicht funktionieren. So, das könnten wir ja auch mal ausprobieren, ob es funktioniert hat, was wir ja eingemalt haben. Weil theoretisch steht jetzt hier vorne noch ein Trecker rum mit Anhänger. Das habe ich jetzt vergessen. Was ich natürlich auch machen könnte, ich kann natürlich auch mit der Maus mir komplett neue Strecken zeichnen. Und zwar, wie mache ich das? Indem ich die Steuerungstaste gedrückt halte, linke Steuerungstaste. Und da, wo ich jetzt mit der Maus hinklicke, dort würde ich einen Streckenpunkt erstellen. Egal, wo ich hier hinklicke, würde ich einen Streckenpunkt erstellen. Und solange ich die Steuerungstaste gedrückt halte, sehe ich ja schon, der Streckenpunkt, den ich als letztes hingeklickt habe, der ist grün. Ne? Und wenn ich zum nächsten Punkt klicke, verbindet er mir automatisch immer meine Strecke. Das könnte jetzt so keiner befahren. Ne? Deshalb müssen wir das Ganze wieder löschen. Wie kann ich sowas löschen? Indem ich entweder über den roten Anzeiger, den ich ja von meinem Fahrzeug habe, und hier auf den Löschbutton drücke, dann lösche ich die Punkte immer dort, wo er hinzeigt. Oder ich halte die linke Alt-Taste gedrückt und klicke mit der linken Maustaste auf den Punkt drauf. Dann würde ich die Punkte ebenfalls löschen. Also das kann ich genauso machen. So könnte ich mir theoretisch auch, ohne dass ich die Strecke befahre, wenn wir mal hier noch ein Stück zurückfahren, weil ich muss trotzdem in einem Fahrzeug sitzen. Wenn ich aus dem Fahrzeug aussteige, sehe ich keine Strecke. Das wird nichts, also da kann ich auch nichts mit der Maus aufzeichnen. Also ich muss immer im Fahrzeug sitzen. Ne? Das steht auf alle Fälle fest. Dann machen wir das Fahrzeug wieder aus. Dann könnte jetzt hier sozusagen auch hergehen und könnte sagen, indem ich die linke Steuerungstaste gedrückt halte, ich zeichne mir jetzt hier so Punkt für Punkt eine Strecke ein. Bin jetzt natürlich mit Sicherheit zu nah dran an meinen Ausgabepunkt hier und könnte sozusagen hier vorne dann noch einen Streckenpunkt setzen, Steuerungstaste loslassen und würde dann von dem Punkt zu dem Punkt verbinden, könnte mir genauso die Strecke einzeichnen. Kann man machen, ist manchmal sinnvoll in manchen Sachen, wo man mal 2-3 Punkte ergänzen muss oder einen Kreuzungsbereich, einen Abzweig machen muss, dann macht das schon Sinn. Komplett so die Strecke würde ich so nicht zeichnen. Denn wir bräuchten ja hier noch einen Ausgabepunkt, der könnte auch sein, dass der schon zu nah am Komposter ist, wenn hier der Autotreifahrer gefahren kommt. Naja, aber kann es schon sein, dass er sich hier stört aufgrund der Kollision. Drum ist es besser, man fährt das auch immer selber. So, das löschen wir mal wieder. Hier ganz einfach immer dort, wo der Mauszeiger hinzeigt. Jetzt zeigt dort, also nicht der Mauszeiger, der rote Anzeiger hinzeigt, den Punkt würde ich über den Button hier löschen können. Aber wir wollten ausprobieren, ob unser Rückwärtspunkt auch funktioniert. Das ist auch mal ganz wichtig, dass man das vielleicht auch mal ausprobiert. Ne? Weil das muss nicht zwingend immer funktionieren, was man so oft gezeichnet hat. So, er braucht natürlich jetzt entsprechend einen Kurs. Und zwar würde das sein, er müsste sich ja am Silo beladen. In den Silo ist ein bisschen Stroh drin. Ne? Ich platziere den gleich mal hier vorn. So, und der Kurs würde ja sozusagen so aussehen, dass ich einen Abholen-Abliefern-Kurs mache. Wir machen hier mal einen Editor-Modus aus, aber um die Strecke zu sehen, klicken wir mal mit der rechten Maustaste auf den Editor-Modus, dann sehen wir, geht immer Kursplay an, mit der rechten Maustaste drauf und dann sehen wir wenigstens noch die Strecke, die wir hier befahren. So, wie gesagt, ich müsste mich ja beladen an dem Punkt, den wir neu erstellt haben. Neu erstellte Punkte landen alle oben im Standardordner.
haben wir den Punkt erstellt, Hofsilo beladen. Den brauchen wir natürlich, weil dort wollen wir jetzt abholen. Und ausladen wollen wir hier am Komposter. Und wir wollen den Komposter, wollen wir Stroh hinfahren. Sollte es geben, da ist es. Ja. Jetzt hätte ich noch die Möglichkeit einzustellen, wie oft ich fahren will. Muss ich jetzt in dem Fall alles nicht machen. Wir starten ihn einfach mal. Er erkennt erstmal den Punkt, dass er zum Hofsilo fährt. Ne? Und er wird jetzt definitiv vorher anhalten, weil er erkennt jetzt schon den Trigger. Sein eigentlicher Punkt ist hier vorne. Ne? Und wird sich jetzt hier mit Stroh beladen. Hätte er einen zweiten Hänger dran, würde er weiter vorfahren. Und so lange auf den Trigger reagieren, bis er eben diesen Zielpunkt erreicht, weil wir sehen, Hofsilo beladen ist immer noch grün. Ne? So, wenn es voll ist, 100%, ist immer noch grün. Und hätte er jetzt einen zweiten Hänger dran, müsste eben der zweite Hänger unter den Trigger drunter kommen, bevor er seinen Zielpunkt hier erreicht, was er jetzt gemacht hat, und er umschaltet. Wir nehmen den Fahrer mal jetzt hier raus, weil er würde jetzt hier hinten irgendwo lang fahren und wollte zum Komposter fahren. Jetzt kürzen wir mal hier ein bisschen ab, ein wenig Zeit, ne? Wir stellen ihn einfach mal hier vorne auf die Strecke. Er würde jetzt praktisch hier vorne reingefahren kommen. Weil unser Hänger jetzt voll ist, das ist auch das nächste bei Autodrive, wenn ich jetzt schon einen beladenen Hänger lade, er würde jetzt nicht zu seinem Zielpunkt fahren, Hofsilo beladen. Weil der Autodrive-Fahrer erkennt, dass sein Hänger hinten zu 100% gefüllt ist. Und würde dann zum Ausladepunkt fahren, in dem Moment, wo wir einstellen. Weil der Ausladepunkt, wie wir sehen, wird sofort grün. Es ist auch ein komischer Komposter geworden. Naja, da fehlt ein bisschen was beim Komposter, aber es wird funktionieren. Ne? Und jetzt wird er sozusagen vorfahren bis dorthin, wo wir angefangen haben, rückwärts zu fahren. Und wird dann hoffentlich rückwärts in den Komposter rein. Ich hoffe mal, dass es so funktioniert, weil es jetzt hier so einfach mal so live aufgezeichnet ist. Könnte passieren, man müsste es vielleicht noch korrigieren. Wenn man sieht, er rangiert dann den Hänger, setzt er dann Richtung blaue Linie. Wenn man hier vorne sieht, da sieht man schlecht die Anzeige, wo er sich befindet. Jetzt rangiert er hier rein, wird, denke ich mal, den Trigger erkennen. Er hat den Ausladetrigger noch nicht erreicht. Weil er erreicht ja vorher den Trigger vom Komposter. Den Ausladepunkt, meine ich, hat er noch nicht erreicht, weil der ist immer noch grün. Ich vermute mal, er wird jetzt nochmal ein Stück rückwärts schieben und dann erst vorwärts fahren. Warten wir mal. Ich hoffe, dass es auch so ist. Aber so sollte es eigentlich sein. Jetzt wird es noch einen kleinen Moment dauern, bevor er weiterfährt. Tja, lässt sich relativ viel Zeit, ne? Er schiebt doch nochmal ein Stück zurück, dass er seinen Zielpunkt erreicht, und jetzt fährt er wieder vorwärts. Also das würde funktionieren. Wie gesagt, es ist nicht die schönste Strecke aufgezeichnet, aber das würde erstmal so passen. Ja, was wir uns natürlich gleich angucken können, wenn wir ja einfach mal wieder einen Editor-Modus einschalten, den Zielpunkt umbenennen, weil der Komposter sollte ja wirklich Komposter heißen. Ne? Und wenn wir jetzt hier als Ziel oben vorgeben, Komposter ausladen, das ist das, was wir am Anfang gesagt hatten, wenn ich jetzt hier drauf drücken würde, dann könnte ich natürlich hier auch aus meinem Komposter wirklich einen Komposter machen. Und das Ganze natürlich speichern oder beziehungsweise umbenennen in dem Fall. Und dann hätte ich es umbenannt. Dann hieße mein Ziel auch richtig. Ja, das war einmal die Strecke vorwärts, einmal die Strecke rückwärts. So, und dann gibt es natürlich noch Strecken, die wir in beide Richtungen befahren können. Jetzt die Frage, was wir machen, ob wir einen zweiten Teil draus machen, weil wir sind ja schon bei 34 Minuten. Aber ich würde sagen, wir lassen es alles zusammen. Den hier können wir ausmachen. So, wie zeichne ich eine Strecke aus, die ich in beide Richtungen befahren kann? Das ist eigentlich auch ganz einfach.
indem ich meinen Aufnahme-Button, also meinen Record-Button oder Aufnahme-Button, wie auch immer, wir stellen uns einfach mal hier vorne hin, weil was ich dann beachten muss bei blauen Strecken, deshalb ist da drüben Versuch aufgebaut. So, wir würden jetzt von hier aus, wie gesagt, ich verbinde ja am Start, ne? Also von dem Punkt aus würden wir jetzt eine Verbindung herstellen, indem wir unseren Aufnahme-Button, wenn wir eine blaue Strecke, die wir in beide Richtungen befahren wollen, mit der rechten Maustaste anklicken, dann sehen wir, es wird dunkelblau oder lila. Unser Aufnahme-Button ist nicht rot, der ist auch lila. Wir würden jetzt hier Strecke aufzeichnen, obwohl wir vorwärts fahren, die wir dann später in beide Richtungen befahren könnten. Ich denke mal, das sollte reichen, das hat jeder verstanden. Ausmachen kann ich es mit der rechten Maustaste oder auch mit der linken Maustaste, das wäre egal. Wie könnte ich natürlich auch, so eine Strecke könnte ich mir auch mit der Maus zeichnen. Wenn ich jetzt sage, oh, ich bräuchte den Streckenabschnitt blau oder die letzte Verbindung müsste ja noch blau werden, wie kriege ich das hin? Man muss sich einfach jetzt hier vorstellen, dass die Strecke einmal von dem Punkt zu dem Punkt führt und von dem Punkt zu dem Punkt führt. Habe ich hier drüben schon drauf geklickt? Genau. So würde ich jetzt in diese Fahrtrichtung meine Verbindung, was wir vorhin gesehen hatten, löschen. Lösche ich die Verbindung von dem Punkt zu dem Punkt raus und es befindet sich die andere Verbindung drunter, sage ich mal, gedanklich gesehen, dass ich ja von dem Punkt zu dem Punkt fahren könnte. Deshalb wird das Stück grün und man sieht es hier schon am Pfeil, in welche Richtung ich fahren kann oder wenn ich mit der Maus drauf gehe, von pink über blau nach gelb, ne? Und müsste, wenn ich es ganz auflösen will, müsste ich natürlich auch von den Punkt zu den Punkt löschen. Ich könnte natürlich auch den Punkt, wenn ich ab hier einzeichnen will, dass ich blaue Strecke befahre, ich kann natürlich auch von dem Punkt zu dem Punkt klicken, hätte ich grüne Strecke und klicke ich nochmal mit der Maus entgegengesetzt meiner Fahrtrichtung, dann wird die Strecke blau, weil ich habe jetzt sozusagen zwei Strecken verbunden, einmal in die Richtung und einmal in die Richtung und so wird die ganze Sache blau. Die blaue Strecke kann immer nur von einem Fahrzeug befahren werden. So, und deshalb haben wir hier drüben Versuch aufgebaut, um uns das anzugucken. Da müssten wir die vier Trecker mal alle losschicken. Wie wir sehen, hier vorne ist es zweispurig. Zwei Trecker sind eingestellt, dass sie sich an die linken Silo beladen, die anderen am rechten Silo beladen. Die sich am linken beladen, laden am rechten aus. Die am rechten sich beladen, laden am linken aus. Und hier vorne, der Bogen hier vorne, das ist hier so wie an der Achterbahn anstehen, immer hier Schlangenlinien gefahren, ne? Das ist blau gezeichnet. Und dann sieht man hier so schon, hier teilt sich das Ganze. Machen wir hier ein Stück hin, ein Stück ranzoomen. Wir würden sozusagen von rechts kommend blau beidseitig befahren und hier teilt sich das Ganze. Hier von diesem Punkt aus fahre ich auf meine rechte Strecke, die nur in die Richtung befahren werden kann. Und hier sehen wir schon, gehen die Pfeile andersrum. Hier komme ich und fahre in die blaue Strecke ein. Und damit es nicht zum Unfall kommt, erkennt Autodrive, dass sich schon einer auf dieser blauen Strecke befindet. Also blaue Strecke macht Sinn, wenn ich nicht viel Platz habe, wo ich, sag mal, keine zwei Strecken nebeneinander hinkriegen würde. So, hier steht noch Dünger, genau so. Die werden wir alle ganz einfach mal losschicken. Wie gesagt, die einen beladen sich hier, laden drüben aus, die anderen beladen sich drüben und laden hier aus. Die können wir einfach alle mal losschicken, die ganzen Fahrer. Den hier ebenfalls. Und den hier genauso. So, und jetzt müssen wir gucken. Hier sehen wir, der kommt jetzt an, der New Holland. Es befindet sich niemand auf der blauen Strecke, also kann er in die Strecke einfahren. Und hier drüben kommt der andere New Holland gefahren. Der wird jetzt feststellen, dass dort schon welche auf der blauen Strecke sind. Und hält entsprechend Punkte vorher, hält er entsprechend an. Da drüben habe ich die Punkte mal enger gesetzt, der dürfte nicht so weit wegstehen. Der zweite Fahrer, der den hinterher fährt, in New Holland, der weiß, dass die Strecke zurzeit in dieser Richtung befahren wird, deshalb fährt er ihn hinterher, deshalb wartet er nicht. Also er würde dann schon in die Strecke mit einfahren, wenn es längere Strecken sind, das würde soweit funktionieren. So, wenn der zweite raus ist, kriegt der New Holland Signal, dass die blaue Strecke wieder frei ist. Und er fährt weiter.
und fährt in die blaue Strecke ein und würde jetzt sozusagen die blaue Strecke aus dieser Richtung hier kommend blockieren. So könnte ich praktisch mir an verschiedenen Stellen auf manchen Karten blaue Strecken einzeichnen, die ich sozusagen in beide Richtungen befahren kann. Ne? Und ja, ich sollte mir nur vorher klar sein, dass ich mir genug Platz lasse, dass auch die Fahrzeuge die Möglichkeit haben, vorher anzuhalten und entsprechend dort auszuweichen. Ich könnte natürlich auch das Ganze so machen, wenn die Strecke zu lang wird. Ich glaube, auf der... Ja, was war denn das? Das war auf der Saxonia war das, ne? Da gab es so auch blaue Strecken, weil es nicht breit war. Könnte zwischendurch, wenn ich ein bisschen Platz habe, natürlich auch eine Ausweichstelle machen. Und dann würden die Fahrer von Stück zu Stück immer fahren, ne? Also die wären sich dann schon einig an der Stelle. So, hier kommen jetzt alle wieder zurück. Ich weiß nicht, wie lange der New Holland jetzt braucht dort. Wir halten ganz einfach den hier mal an, damit wir das mal sehen, wie das ist, wenn wir von der anderen Seite kommen, wo wir die Punkte enger gesetzt haben. Da müssen wir erstmal warten, bis dort einer vom Silo kommt. Entweder wird sich einer beladen oder einer müsste ausladen. Theoretisch steht da der andere New Holland zum Ausladen. Oder ist der Waldrad dann schneller? Ne, da kommt der New Holland gefahren. So, schickt man ihn hier mal los, dass er zuerst in den Bereich ist, wo blaue Strecke befahren wird. Ne? Er kommt zuerst rein und damit blockiert er für die anderen, die praktisch im Gegenverkehr sind, die blaue Strecke und er hält mit entsprechendem Abstand auch an. Wir haben zwar jetzt hier die Punkte enger gesetzt, weiß nicht genau, woran er das festmacht. Er hat teilweise manchmal schon hier vorne erst angehalten, manchmal hält er hier hinten an. Also wie gesagt, ich brauche hier genügend Platz vorher, dass entsprechend die Fahrzeuge auch irgendwo dann parken könnten. Wenn ich sowas mache, sollte es so sein, dass ich nicht mich unbedingt hier auf einer Straße befinde, weil dann würde ich den Rest blockieren. Ne? Sobald er durch ist, werden die zwei wieder starten und dann geht es hier munter fröhlich weiter. Ja, und so würden die hier Stück für Stück immer wieder weiterfahren. Und eigentlich kommt es zu keinem Unfall. Also wenn ich das vernünftig einfahre, das passt dann schon. Ja, da wären wir eigentlich so mehr oder weniger hier durch mit Strecke aufzeichnen. Eine Sache ist noch, wäre ja unser Speicherbutton, was wir uns mal noch kurz angucken wollen. Wenn ich natürlich jetzt hier ein Streckennetz habe, dann nehmen wir die ganzen Fahrer hier wieder raus. Die schalten wir mal einfach alle wieder aus, bevor es Unfall gibt. Ach so, eine Sache noch. Ich will jetzt nicht sagen, Nachteil von so einer blauen Strecke, aber zum Beispiel, was Autodrive nicht hinkriegt, dann brauche ich jetzt muss ich erstmal gucken, er ist jetzt leer und würde fahren wollen zum Silo 2, was das Rechte ist, sich beladen. Wenn der Autodrive-Fahrer, also die zwei hier sind ausgeschaltet, die würden ja definitiv erstmal nicht stören. Wenn der Autodrive-Fahrer jetzt hier drüben stehen würde, und wir würden den einstellen, müsste er ja sozusagen hier vorne rumfahren, blaue Strecke befahren, hinten am Silo wenden, weil er jetzt keine andere Möglichkeit hätte und würde zurückkommen, blaue Strecke befahren. Das funktioniert nicht. Wenn ich an dieser Stelle den Autodrive-Fahrer einstellen würde, kriege ich jetzt hier unten gesagt, der Fahrer T234 hat keinen Weg gefunden zum Silo. Also das kriegt Autodrive nicht hin in so einer Situation, wenn er, um zu seinem Zielpunkt zu gelangen, die blaue Strecke in der Richtung befahren müsste, drüben wenden, auf Deutsch gesagt, und dann die blaue Strecke in der anderen Richtung befahren müssen. Das kriegt Autodrive nicht hin. Also das ist jetzt kein Fehler von Autodrive, also das geht einfach nicht. Technisch denke ich mal, das würde er nicht hinkriegen, weil dass die Strecke funktioniert, das wissen wir ja, wenn ich ihn jetzt hier einstelle,
wo er erst zu seinem Zielpunkt hinkommt, wo er nicht über die blaue Strecke muss, dann würde er jetzt hier hinten wenden fahren. Ne, er fährt jetzt ausladen, er hat da gar nichts drin. Oder habe ich jetzt doppelt geklickt? Genau, er fährt beladen, da habe ich wahrscheinlich... Er würde jetzt praktisch hier hinten wenden und würde dann hinfahren. Also zweimal, um zu seinem Ziel zu kommen, zweimal die blaue Strecke in entgegengesetzt befahren, das kriegt Autotreifen nicht hin. Da sagt er mir, er kann das Ziel nicht finden. Weil das gab, auf der Oberteil war das, glaube ich, bei der Mehlfabrik. Dort war ja auch blaue Strecke hin. Und wenn man gestanden hat an der Mehlfabrik und wollten wieder hinschicken zum Beladen, das hat meistens nicht funktioniert. Also das ist jetzt kein Fehler irgendwo. Das ist ganz einfach so, dass das wahrscheinlich technisch bei der Streckenberechnung, doch schon bei der Streckenberechnung, einfach nicht funktionieren kann. So, der ist ausgeschalten. Wir wollen hier unseren John Deere, den nehmen wir mal ganz einfach mit. Und zwar habe ich ja die Möglichkeit, über den Button jetzt hier über den Speicherbutton meine Route abzuspeichern. Kann in manchen Situationen sinnvoll sein, bevor ich irgendeine größere Änderung vornehme. Kann man das zum Beispiel machen. Würde ich jetzt hergehen und würde sagen, ich speichere mir jetzt das Ganze hier ab, klicke ich oben rein und sage jetzt hier nicht Route 1, wir sagen mal hier wir sind auf der Vierfach und das ist jetzt achso, wir kriegen nicht alles hingeschrieben, ich wollte original schreiben. Das Ganze speichern wir, dann rutscht das jetzt hier runter. So, gehen wir zurück und würden jetzt sagen, ich ändere jetzt hier an der Strecke was und ich ändere mir was um, indem ich einfach jetzt hier mal ein paar Punkte rauslösche. So, würde ja zum Teil schon hier, wenn wir hier so wild drin rumlöschen, schon verschiedenes jetzt, will nicht sagen kaputt sein. Ja, was könnte ich jetzt machen? Wenn ich jetzt ebenfalls wieder hier auf meinen Speicherbutton gehe, könnte ich mir, ich könnte selbst auch mein Spiel speichern und mein Spiel verlassen und ich gehe dann wieder in mein Spiel rein und habe dann hier unten, stehe ich ja jetzt auf den auf der Strecke drauf, die ich mir hier drüben entsprechend, wie ich das sehe, gespeichert habe und ich sage jetzt hier laden, dann habe ich alles, was ich gerade gelöscht habe, wieder da. Kann für manche Situationen sinnvoll sein. Selbst wenn ich jetzt hergegangen bin und habe mir die Strecken hier wie wild geändert und merke, es funktioniert doch nicht, dann könnte ich mir immer wieder meinen alten Spielstand laden. Ich könnte natürlich auch meine Autodrive-Datei entsprechend löschen, dann muss ich auch mein Spiel verlassen. Also an der Stelle kann ich schon über das Speichern und Laden, könnte ich mir, bevor ich große Änderungen vornehme am Streckennetz, wenn ich sage, ach, ich baue mir jetzt hier meinen Hof doch um, ja, dann könnte ich es mir vorher mal abspeichern. Und hätte die Möglichkeit, kann es mir wieder laden und ich muss nicht aus dem Spiel raus. So, ich hoffe mal, dass wir ja, mehr oder weniger alles uns mal angeguckt haben, wie wir hier Strecke aufzeichnen können. Ich hoffe mal, es war nicht zu kompliziert oder... Wie gesagt, das ist aber eine Sache, die muss ich ganz einfach machen. Und je öfter ich Strecke aufzeichne, desto leichter geht das eigentlich von der Hand. Wenn ich natürlich mir einen Parkplatz einzeichnen will, wollte ich eigentlich fast unbedingt machen, deshalb steht hier drüben eine Halle, ist dasselbe Prinzip wie beim Komposter, ich fahre halt hin, fahre rückwärts rein, vergebe das Ziel und fahre dann halt nach vorne wieder raus. Ne? Aber das machen wir heute nicht mehr, wir sind ja schon über eine Dreiviertelstunde unterwegs. Ne? Aber wir werden es bei einer Folge belassen, weil es ist, glaube ich, besser, wenn alles zusammen ist. Also dann sag ich mal vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit reinschaltet. Was wir dann machen, weiß ich noch nicht so recht, aber ja, wird uns schon was einfallen. Müssen wir mal gucken, was so sich geändert hat noch bei Autodrive. Also das sind schon noch einige Dinge, was wir machen können als neues Tutorial. Ja, werden wir mal sehen, wie es dann weitergeht. Also ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.